Ja, also ich muss gestehen, wenn es um Politik geht, verlasse ich ein wenig meine Komfortzone. Doch mit Joanna und Samuel, ich hatte zuvor ein Gespräch mit den beiden, habe ich festgestellt, ich kann damit sprechen wie mit normalen Menschen, obwohl sie in der Politik sind. Und das ist was ganz Besonderes für mich, denn obwohl die vorherrschende Meinung da ist, dass Bitcoin nichts mit Politik hat, ist es dennoch ein politisches Thema. Und hier würde ich an dieser Stelle einmal ganz kurz darum bitten, Joanna, Samuel, dass ihr euch einmal kurz vorstellt für eine kleine Einordnung. Ja, ich bin Joanna Kota. Ich bin seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit letztem Jahr bin ich partei- und fraktionslos. Und das bietet mir jetzt natürlich Gelegenheit, die Themen nach vorne zu stellen und zu pushen, die mir am Herzen liegen. Bitcoin ist eines davon. Und deswegen habe ich die Initiative Bitcoin im Bundestag gestartet. Mein Name ist Samuel Kullmann. Ich bin seit 2017 im Berner Kantonsparlament, im Großen Rat. Und ich bin auch seit 2017 habe ich so meine Babyschritte in Bitcoin gemacht. Bin seit 2021 Bitcoin-Maximalist, aber auch 2021 die parlamentarische Gruppe Bitcoin gestartet im Berner Kantonsparlament, wo wir jetzt etwa 20 von 160 Abgeordneten, die sich da zu dieser Gruppe zählen, manche etwas loser, andere sind da sehr committed. Jetzt ist es ja so, bei politischen Menschen würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, dass sie unbedingt eine Begeisterung für Bitcoin verspüren. Zumindest wirkt es im Bundestag immer so. Allerdings habt ihr den Weg zu Bitcoin gefunden. Und hier wäre jetzt meine Frage, wann kam das und wie? Bei mir war das 2013, da hat mein Bruder mich mit darauf angesprochen und hat gesagt, das ist eine gute Investmentmöglichkeit. Ich habe das damals leider nicht gemacht, da war der Bitcoin bei 300 Dollar, ich bereue es heute noch. Aber dann bin ich über die österreichische Schule und mit der Beschäftigung mit der Thematik wieder drauf gestoßen und habe festgestellt, das ist eine Freiheitswährung. Das ist tatsächlich die Möglichkeit für die Bürger, frei zu werden, sich ein bisschen abzukoppeln von der Politik, von den Politikern, von den Zentralbanken. Und weil mich das Thema Freiheit in die Politik gebracht hat, war das natürlich dann No-Brainer zu sagen, das ist ein Thema für uns und das muss in den Bundestag, weil ganz viele von meinen Kollegen verstehen das nicht. Sie verstehen es nicht und haben Angst davor. Die, die es verstehen, haben teilweise auch Angst davor. Aber Aufklärung und Erziehung und Bildung von den MdBs, aber vor allen Dingen von den Mitarbeitern, denn die Mitarbeiter haben den Einfluss auf die Abgeordneten. Das ist das, was ich vorantreiben möchte. Ich habe mich 2015 angefangen, mit dem globalen Finanzsystem zu beschäftigen, bin sehr, sehr schnell auf Gold und Silber gestoßen, habe da dann angefangen, in meinem Umfeld darüber zu reden, habe mich da völlig als Außerirdischer gefühlt damals. Und dann mit der Zeit, also 2005 hatte ich bereits, 15 hatte ich bereits Bitcoin auf dem Radar, aber es hat dann doch ziemlich lange gedauert, bis ich das in einer Tiefe verstanden habe, wo es dann kein Zurück mehr gab. Und das war dann seit 2020 der Fall, der Bitcoin-Standard gelesen von Safer Dynamos und 2021 gemerkt, das ist so revolutionär und auch so wichtig für die Zeit, in der wir leben, als Technologie der Freiheit, wie wir es vorhin auch gehört haben, dass ich gesagt habe, ich mache das ganz öffentlich, ich gehe als Politiker all in, also persönlich von meinen Finanzen her fast, also ich lebe auf dem Bitcoin-Standard. Mittlerweile, aber ich mache das auch öffentlich als Politiker, dass ich ganz klar pro Bitcoin bin und versuche das auch öffentlich zu fördern. Wir haben jetzt eben schon gehört, die Kollegen im Bundestag, die sind jetzt noch nicht so weit. Und ich habe dazu auf der Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung einmal das Wort Bitcoin eingegeben. Und ich war doch sehr erschrocken darüber, wie wenig Sätze es braucht, um Bitcoin nicht gut beschreiben zu können. Und jetzt wäre meine Frage, wie ist der Kenntnisstand in der aktuellen Politik, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, über Bitcoin? Ich glaube, es ist sehr gering. Es ist vor allen Dingen kein Thema. Ich bin nun im Digitalausschuss, wenn, dann wäre es da Thema. Wir hatten mal eine Anhörung, da haben sie Web 3.0 mit Bitcoin und allem durcheinander geschmissen. Es gibt eine Initiative, die beschäftigt sich hauptsächlich mit Blockchain, das macht Frank Schäffler. Und ansonsten ist das schlichtweg kein Thema. Und wenn es Thema ist, wenn ich hinter den Kulissen mit den Kollegen rede, dann ist es meistens so, oh, wie können wir das regulieren? Kann man das eventuell verbieten? Wird das gefährlich? Und im Zuge der Diskussion um den digitalen Euro wird das Ganze noch viel prominenter. Und das ist jetzt wirklich so ein Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, das Thema muss auf den Schirm von den Leuten, auch vor allen Dingen da draußen,
vor allem im Bundestag, aber auch da draußen. Und das ist auch so ein Anliegen zu sehen, es ist gefährlich, was da kommt mit dem digitalen Euro. Und der Bitcoin ist die freiheitliche Alternative. Wenn wir ein freiheitliches Geld haben wollen, ein elektronisches freiheitliches Geld, dann ist es Bitcoin und nicht der digitale Euro. Und das müssen die Menschen da draußen verstehen. Ja. In der Schweiz sind wir glücklicherweise schon etwas weiter als in Deutschland, unter anderem dank Kanton Zug. Gut, da kann man sagen, das ist das Shitcoin Valley, nicht das Crypto Valley, aber Lugano ist doch ziemlich stark auf Bitcoin, nimmt dort eine Vorreiterrolle ein, will die Bitcoin-Metropole in Europa werden. Und also im Berner Kantonsparlament sind wir, glaube ich, außerordentlich weit, dank dieser parlamentarischen Gruppe. Ich habe auch ein paar Kollegen im Rat, die auch sehr, sehr überzeugte Bitcoiner sind. Wir haben in Thun, wo ich wohne, haben wir den Verein Bitcoin Alps gegründet im November letzten Jahres. Und gerade letzte Woche, die es vielleicht mitbekommen haben, wir hatten unsere erste Konferenz, die Bitcoin Alps Konferenz. Und im Rahmen dieser Konferenz hatten wir einen Panel mit 6 Politikern, also da war ich auch dabei, aber noch 5 weitere, und wir waren von 6 verschiedenen Parteien, alle pro Bitcoin. Das heißt natürlich nicht, dass alle Parteien in der Schweiz jetzt schon pro Bitcoin sind, aber ich habe aus 6 verschiedenen Parteien Politiker gefunden, die klar pro Bitcoin sind, und wir hatten eine sehr, sehr hochstehende Diskussion. Das war wirklich sehr, sehr spannend, und da kam auch von grüner, grünliberaler Seite her, von konservativer Seite, FDP, da war wirklich das ganze Spektrum war ziemlich gut abgedeckt mit Leuten, die bereits ein ziemlich gutes Verständnis von Bitcoin haben. Würde ich dir sagen, hat das in der Hinsicht vielleicht sogar was mit dem amerikanischen Einfluss zu tun? Also dass aus der Sicht der Schweiz das vielleicht sogar positiven Einfluss hat und auf der Seite von Deutschland eher negativen Einfluss, dass man sagt, oh, der Amerikaner, der kommt da wieder mit was Neumodischem her? Das kann gut sein, dass das in Deutschland so der Fall ist. In Deutschland ist auch sehr die Skepsis immer bei der Thema Digitalisierung. Wenn es ums Digitale geht, dann ist immer zuerst Risiko. Nicht die Chance, sondern Risiko. Könnte das sein, dass es uns irgendwie negativ auf die Füße fällt? Und wir sehen auch das Framing, was immer betrieben wird, wenn es ums Digitale geht. Wenn es jetzt um die Chatkontrolle geht, die wird jetzt demnächst von der EU kommen und die ist schlimmer als gedacht, dann heißt es ja, aber es ist gegen Kinderpornografie. Ihr könnt ja nicht für Kinderpornografie sein. Deswegen müsst ihr dafür sein, dass wir alle eure Handys kennen können. Und beim Thema Bitcoin sehe ich genau das Gleiche. Es wird benutzt für Kriminelle, es wird benutzt bei Rechtsradikalen. Jetzt gestern oder vorgestern wieder der Artikel im Spiegel. Das ist dieses Framing, was betrieben wird, damit man sich auch mit dem Thema nicht beschäftigen muss. Und das ist extrem schade, und ich habe schon zum Sammeln gesagt, ich bin komplett neidisch, dass ihr schon so weit seid, weil das ist so mein Ziel in the long run, dass wir auch eine Parlamentariergruppe Bitcoin im Bundestag haben. Wir haben Parlamentariergruppen mit verschiedenen Ländern, wir haben eine Parlamentariergruppe E-Sport, Fahrradfahrer, Busfahrer, keine zu Bitcoin, und ich hoffe, dass wenn ich dann aus dem Bundestag ausscheide, dass es diese Gruppe gibt und dass die bleibt. Körperliche Gesundheit ist ja schon mal eine gute Herangehensweise, aber finanzielle Gesundheit wäre natürlich noch schöner. Ja. Und die Frage wäre jetzt noch, du bist Mitglied in einer Partei, der EDU, und du bist fraktionslos. Inwieweit kann das Vor- oder Nachteile haben, um Bitcoin im Bundestag oder in der Schweiz halt voranzutreiben? Wenn man in einem Parlament ist, ist man in der Regel in einer Partei, außer wie du schön gesagt hast, Joanna, die Partei hat sich von mir entfernt, oder? Ich habe die glückliche Situation, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und natürlich, wenn ich jetzt Bitcoin reinbringe, ist natürlich, denken die Leute, das ist der Politiker aus dieser Ecke oder aus diesem politischen Spektrum. Und wir haben im Juni über 90 Bücher, Bitcoin-Bücher, an das Parlament verteilt in Bern, und da gab es halt dann schon Reaktionen, das kommt jetzt aus dieser Ecke, das ist was Komisches, oder? Und das lässt sich auch nicht vermeiden. Bitcoin spricht in jedem Land eine andere Gruppe zuerst an oder früher an. In der Regel sind das Menschen, die vom System entweder objektiv oder subjektiv unterdrückt werden oder irgendwie zu kurz kommen, irgendwie das eben als Freiheitstechnologie entdecken. Diese Menschen spricht Bitcoin in der Regel zuerst an, und dann wird es halt auch ein bisschen politisch, oder sobald mal dann eine Seite, also in unserer Gruppe, da sind wir schon auch eher von der konservativen Mitte rechts, Mitte so,
gut vertreten. Und wenn es dann nach links-grün geht, dann haben die, sehen sie zwar vielleicht oder haben eine gewisse Offenheit für Bitcoin, aber dann ist der Energiefad da, dass Bitcoin is boiling the ocean und es braucht so viel Energie. Und das ist eine riesige Hürde für viele aus dem linken politischen Spektrum. Ja, ich denke halt auch, also gerade so das Thema Bitcoin und Politik. Bitcoin ist so komplex, wie könnte es dann nicht politisch sein? Ja. Und vielleicht kurz, es ist, wenn du fraktionslos bist, das hat Vor- und Nachteile. Ja. Zum einen hat es einen Vorteil, dass du natürlich die Themen spielen kannst und auch die Reden halten kannst, so wie du es möchtest und keinen Fraktionszwang mehr hast. Ich konnte das Thema Bitcoin in meiner Fraktion zum Beispiel nicht spielen, weil da einfach die Skepsis zu groß war und gesagt, Bargeld ist das einzig Wahre und alles andere wollen wir nicht haben. Mhm. Daher ist das Vorteil, ich kann das jetzt machen. Der Nachteil ist natürlich, dass ich selber keine politischen Initiativen mehr starten kann. Also wenn ich einen Antrag stellen möchte, darf ich das gar nicht. Und dann haben mein Büro und ich gesagt, wir machen das jetzt trotzdem. Wir schreiben einfach mal einen Antrag mit unseren Ideen, wie man Bitcoin in Deutschland etablieren kann, wie man damit umgehen sollte. Und wir machen ihn im Prinzip Open Source. Wir sagen ihm, jede Partei kann den so nehmen, wie er ist und ins Parlament einbringen oder ein Gesetz draus machen oder nur Teile daraus nehmen, einfach als Anregung dafür, dass sie tatsächlich sich mal bewegen und dass der Druck mal steigt, sich damit zu beschäftigen. Und es gibt eine Website, Bitcoin im Bundestag, und da ist die Community auch gefragt. Weil ich kann das vom Bundestag aus machen, aber wenn ihr euren Bundestagsabgeordneten anruft oder mal einen Termin ausmacht im Wahlkreis und dann mal hingeht und sagt, Bitcoin ist ein Thema, erzähl mir mal was davon, was macht eure Partei denn für Bitcoin, dann erhöht das den Druck, denn sobald die Politiker merken, oh, da können Wählerstimmen dranhängen, dann werden sie aktiv. Und ich habe schon gehört von einigen von euch, die mit meinem Antrag tatsächlich zu ihrem Bundestagsabgeordneten gelaufen sind, gesagt haben, wenn du jetzt nichts weißt, ich komme in 4 Wochen wieder. Genau so funktioniert das, um den Druck aufzubauen. Von daher die große Bitte, einfach mitmachen. Da hast du schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, denn Politik ist auch einfach Gesellschaft und die Gesellschaft soll an der Politik teilhaben. Das ist mittlerweile ja halt auch irgendwo in der Bevölkerung angekommen, dass dort oben die Politiker in einem Elfenbeinturm sitzen und man quasi gar nicht mehr drankommt. In der Schweiz ist das ja halt auch ein bisschen anders. Es gibt Volksabstimmungen und generell, glaube ich, ist auch die Schweizer Politik ein bisschen volksnäher, bevölkerungsnäher. Also genau auch hier, wie kann bei euch die Bevölkerung an der Bitcoin-Adoption teilhaben politisch? Also das ist eine sehr interessante Beobachtung und die stimmt total. Als ich mit den deutschen Bitcoinern in Kontakt kam und die erfahren haben, dass ich Politiker bin, das war für die ziemlich speziell, irgendwie so ein Bitcoin, der dann so nahbar ist und so. Und ich kann diesen riesigen Politikfrust bei den deutschen Bitcoinern kann ich sehr gut verstehen. In der Schweiz ist das schon noch viel anders, weil die Politiker, die sind wirklich viel näher. Und das hat auch ein bisschen mit unserem politischen System zu tun. Und die These, die ich hier auch jetzt auf dem Panel vertrete, ist, okay, Bitcoin oder ein Bitcoin-Standard, vielleicht haben wir dann 1 Million Zitadellen auf der Welt und Staaten gibt es nicht mehr, aber vielleicht ist es auch so, dass Bitcoin einfach die Politik in der Welt schweizerischer macht. Das wäre meine These, Bitcoin macht die Politik oder das politische System schweizerischer und das hat auch eben 3 Hauptaspekte, die ziemlich besonders sind. Zum einen mal die direkte Demokratie, die sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Die Schweizer Bevölkerung hat etwa 700 Mal abgestimmt über politische Themen in den letzten 175 Jahren. Und dann auch die Dezentralität oder der Föderalismus, der ist auch fast am stärksten weltweit ausgeprägt. Das heißt, die Politik, die politischen Entscheidungen sind viel näher an der Bevölkerung, an der Basis. Und auch der dritte Punkt, der völlig einzigartig ist, ist, dass wir eine Teamregierung haben. Also wir haben nicht diesen einen starken Bundeskanzler oder Präsidenten oder Diktator, sondern es ist eine Teamregierung von 7 Mitgliedern, bei der dann jeder gleich viel Macht hat. Und das hat, denke ich, auch zu sehr viel politischer Stabilität und auch Zufriedenheit geführt in unserem System. Und ich glaube, dass Bitcoin, in dem Sinne im Bitcoin-Gedankengut und in der Bitcoin-Philosophie sind Werte, die dem schweizerischen politischen System näher sind als vielleicht anderen demokratischen Systemen. Bitcoin bedeutet für die Politiker ja aber auch Machtverlust. Und jetzt war ja schon die Initiative, Bitcoin durch Bildung in den Bundestag zu bringen. Jetzt braucht man allerdings auch gute Argumente, um diesen Machtverlust irgendwo attraktiv zu gestalten.
Diese Argumente würde ich gerne hören. Natürlich ist es schwierig, aber es gibt im Bundestag auch noch den einen oder anderen, es sind wenige, aber tatsächlich die aus guten Gründen in den Bundestag gegangen sind, die auch freiheitliche Politik machen wollen. Die FDP ist jetzt im Moment in der Ampel und ich erkenne sie nicht wieder. Ganz ehrlich, also so wie man die Freiheit verraten kann, das finde ich extrem schade. Aber es gibt immer noch liberale Politiker im Bundestag, die darauf anspringen würden. Für die anderen, die das nicht so sehen, gibt es ganz andere Argumente. Also gerade, weil du eher die Linken angesprochen hast, ich erlebe das im Bundestag auch, dass die das ablehnen, weil sie sagen, sie möchten nicht diesen Individualismus, oder die Grünen, die sagen, sie brauchen viel Energie. Da haben wir aber gerade auf dieser Konferenz gelernt, wozu Bitcoin tatsächlich genutzt werden kann. Und wenn ich die Stromprobleme in Deutschland sehe und den instabilen Strommarkt sehe und die hohen Preise sehe und sehe, es ist möglich, durch Bitcoin-Mining das tatsächlich zu stabilisieren und auch noch Geld damit zu verdienen, dass wir den Strom nicht teuer ins Ausland abgeben müssen, wenn wir zu viel davon produzieren, dann frage ich mich, warum machen wir das nicht längst? Und das ist so ein Argument, denke ich, das müssen auch die Grünen verstehen, dass das doch eine gute Sache ist. Und ich habe das auch im Bundestag in der Anhörung mal gesagt, wir sind sehr finanziell privilegiert. Wir alle haben unser Geld, wir alle haben unser Bankkonto. Man muss einfach mal über die Grenzen gucken, wie viele Menschen da draußen kein Bankkonto haben, keinen Zugang zu Geld haben, wie viele Widerstandskämpfer sich auf der Welt über Bitcoin finanzieren, sei das Assange, sei das die Anderwaldi-Leute, seien das die Frauen in Afghanistan, gegen das System kämpfen. Alle die benutzen Bitcoin. Oder wir haben es in der Corona-Zeit gesehen, dass die Trucker gestreikt haben in Kanada gegen die Impfpflicht. Und dann haben denen die einfach die Geldhähne zugedreht und die Karten gesperrt und dann sind die nicht mehr an Geld gekommen. Und dann ist die Community zusammengekommen und gesagt, wir geben denen Bitcoin. Und das ist eben das Gefährliche, dass wenn wir sagen, der Staat hat die Kontrolle und man kann uns abklemmen vom Geldsystem und mit dem digitalen Euro wird das sehr viel einfacher werden, dass man dann sagt, es gibt hier eine Alternative. Und jeder, der nicht möchte, dass wir in solche diktatorischen Zustände kommen, der muss sich eigentlich für Bitcoin aussprechen. Und daher bin ich wirklich ein bisschen positiv, dass das funktionieren wird. Ich weiß, meine frühere Parteiangehörigkeit, die hängt mir immer noch nach. Und dann gehen die Leute immer noch auf Abstand. Aber ich merke, so ein bisschen bröckelt das, weil es geht um die Sache. Bitcoin ist nicht rechts, links oder geradeaus und hinten. Es geht um die Sache. Und sobald das alle verstanden haben, werden sie sich auch alle versammeln. Vielen Dank für diese treffenden Worte. Jetzt hattest du mehrere Sachen angeschnitten, die ich unglaublich interessant finde, denn gerade CBDCs und digitaler Rückschritt in Deutschland war so ein Punkt, wo ich sagte, okay, das ist erstaunlich für Deutschland, dass man so schnell CBDCs auf den Vormarsch bringen möchte, aber digital noch eigentlich gar nicht die Leistung dafür bringen kann. Also macht dich das nicht auch ein bisschen optimistisch, dass die Einführung von CBDCs noch andauern könnte? Doch, ich glaube nicht, dass wir das so schaffen in dem Zeitplan. Wir haben noch nichts Digitales geschafft in dem Zeitraum, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, das Online-Zugangsgesetz ist das beste Beispiel. 575 Verwaltungsdienstleistungen sollten digitalisiert sein. Letztes Jahr 38 sind es bisher. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das verzögert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eine EZB und all die an den Hebeln sitzen, alles dafür tun, das so schnell wie möglich umzusetzen. Und Anne Lagarde hat ja schon gesagt, sie werden das zur Kontrolle nutzen. Ja. Und das sollte uns alle aufschrecken. Wie sieht man das in der Schweiz mit CBDCs? Ich denke, das ist noch ein bisschen weniger ein Thema. Es wird auch von der Schweizerischen Nationalbank weniger gepusht oder zumindest weniger öffentlich darüber gesprochen. Die Schweizerische Nationalbank hat sich in der Vergangenheit auch immer sehr stark hinter das Bargeld gestellt. Wir haben aktuell eine Volksinitiative, die eingereicht wurde für die Erhaltung des Bargeldes. Wo auch die Politik sagt, doch, das ist eigentlich, können wir das noch gar nicht jetzt ablehnen. Oder das Bargeld hat in der Schweiz noch einen so hohen Stellenwert, dass auch die Politik weiß, also so schnell können wir das wahrscheinlich nicht einführen. Aber die Frage ist dann, oder dann kommt die nächste Krise und dann ja, gehen Dinge sehr, sehr schnell. Dinge, die lange Zeit völlig unvorstellbar waren, geschehen dann trotzdem sehr schnell. Darum müssen wir auch in der Schweiz extrem wachsam sein. Aber ich habe auch den Eindruck, dass trotz allem, also so etwas Monumentales, eine monumentale Veränderung des Finanzsystems, wie das digitales Zentralbankgeld bedeuten würde, das ist fast nicht möglich, dass das bei uns an einer Volksabstimmung vorbeigeht.
Und das ist natürlich noch die Chance, die wir haben, die wir auch in der Corona-Zeit hatten. Also die Regierung, die musste Zugeständnisse machen an die Maßnahmenkritiker, zum Beispiel ein verlängertes Genesenenzertifikat, weil wir das Volk dreimal darüber abstimmen konnte, ob sie das Gesetz wollen. Sie haben dann leider immer ja gesagt, eine Mehrheit, aber die Regierung konnte nicht alles machen. Sie musste Zugeständnisse machen und das hoffe ich auch in diesem Bereich. Ich sehe hier, du hast es gestern so schön gesagt. Du saßt hier gestern und hast gesagt, es ist so einsteigerfreundlich, es ist so greifbar und verständlich für alle Menschen. Und da kam mir eigentlich in den Sinn, eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn man die Türe so weit offen bekäme, dass man Politiker hierher einladen könnte und sagen könnte, hört euch das jetzt einfach mal an. Ihr könnt es doof finden, ihr könnt es noch Gott weiß wie finden, aber vielleicht bringt ihr was davon mit. Denkst du, das könnte in naher Zukunft mal irgendwann stattfinden oder dass man tatsächlich vielleicht sogar Bitcoin-kundige Menschen in den Bundestag einlädt? Ja, also auf alle Fälle Politiker einladen. Ich meine, wenn sie absagen, spricht das Bände über sie. Von daher auf alle Fälle das probieren. Und das, was du ansprichst, Bitcoiner in den Bundestag einzuladen, das ist ja genau unser Plan. Also wir haben jetzt die Website online gestellt, wir haben den Antrag gestellt, wir machen jetzt Interviews und Auftritte, um das zu promoten. Und dann ist aber das Wichtige, dass tatsächlich die Politiker aufgeklärt werden und die Mitarbeiter. Und deswegen wollen wir eine Veranstaltungsreihe im Bundestag machen, den Auftakt tatsächlich mit einer ganz simplen Veranstaltung, dass jeder da abgeholt wird, wie er steht. Was ist Bitcoin, warum ist Bitcoin wichtig? Und dass wir dann aufbauen und spezielle Themen bearbeiten, so 6, 7, 8 Veranstaltungen schweben uns dann vor. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Bitcoiner, die in den Bundestag kommen und das den Politikern so einfach wie möglich erklären können, dass sie das verstehen können. Das heißt, wenn ihr jemanden wisst aus der Bitcoin-Community, der unbedingt mal bei uns vorbeikommen soll, bei uns melden oder bei ihm melden und ihm sagen, geh mal hin, erklär den Politikern das. Und dann funktioniert das auch. Ich habe auf jeden Fall schon jemanden im Sinn. Sag mal, wie ist es in der Schweiz? Also du sagtest ja auch schon, Volksabstimmung, das ist auf jeden Fall so euer Ding. Und könnte es zu einer Volksabstimmung kommen, dahingehend Bitcoin-Adoption, ja, nein? Das könnte es auf jeden Fall. Es gibt von unserem politischen System her nichts, was das verhindern könnte. Wenn sich Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz zusammenschließen und 100.000 gültige Unterschriften sammeln, für einen Änderungsvorschlag unserer Bundesverfassung, dann muss das zur Abstimmung kommen, dann berät das unsere Regierung, das Parlament und alle Parteien, machen dann eine Pro-Kontra-Diskussion an ihren Delegiertenversammlungen zu diesem Thema, zu dieser Volksabstimmung, die zur Abstimmung kommen muss und und wenn die Mehrheit der Bevölkerung und der Stimmenden dann Ja sagt, dann gilt das, auch wenn die Regierung und das ganze Parlament dagegen ist. Wir haben vor 15 Jahren mal sowas durchgebracht, dass pädophile Straftaten unverjährbar werden. Regierung und Parlament wollten das nicht, aber das Volk hat Ja gesagt. Ich war dort sehr aktiv beteiligt daran. Und das ist einfach ein Beispiel, das geht. Und wir hatten jetzt ausgelöst im April an der Swiss Bitcoin Conference in Kreuzlingen, haben wir diese Diskussion innerhalb der Bitcoin-Community lanciert, wollen wir etwas in die Richtung machen? Und wir haben gesagt, wenn wir das machen wollen, dann braucht es ganz, ganz viel Konsensus innerhalb der Bitcoin-Community, dass das überhaupt die richtige Strategie ist. Und wir müssen uns auch einigen, was wollen wir denn überhaupt? Aktuell ist dieser Konsensus nicht da und das ist auch völlig okay für mich. Und dann arbeite ich auf anderen Ebenen, weil es gibt auch viele Pro-Kontra-Punkte, ob das jetzt der sinnvolle Weg ist. Aber glückliche Schweiz, oder? Da können die Bürger selber entscheiden. Ich wünsche, das könnten wir in Deutschland auch. Das wäre wirklich gut. Und dennoch denke ich, dass man sich als Bevölkerung seiner Macht doch schon irgendwo bewusst sein muss. Denn gerade zum Thema CBDC, ich meine, klar, wir sind immer noch ein privilegiertes Land. Und dennoch habe ich die Hoffnung, wenn ich auf andere Länder schaue, die vielleicht nicht so privilegiert sind, obwohl, wenn wir uns Schweden betrachten, da die Einführung des CBDCs geht auch weiter und weiter zurück, dass hier auch noch trotz eines weichen Geldes ein freier Markt herrscht und die Entscheidung darüber, möchte ich das verwenden und möchte ich das nicht, klar, man wird dazu quasi, ja, es wird einem schon schmackhaft gemacht, denke ich. Nichtsdestotrotz darf man nicht seine Macht unterscheiden und ich glaube, jeder, der sich damit Bitcoin beschäftigt oder der sich für Bitcoin ausspricht, hat da auf jeden Fall positiven Einfluss und ich denke, hier sind wir uns auf jeden Fall einig, dass wir diesen Einfluss auf jeden Fall geltend machen sollten, auch in den Bundestag, auch wenn man nicht der Meinung ist, dass
Bitcoin irgendwie politisch ist. Ich denke, da sollte jeder seine Stimme für Bitcoin abgeben. Zum Schluss würde ich ganz gerne zu einem Fazit kommen. Das Panel heißt ja, braucht Bitcoin Politik oder ist es eher andersrum? Wie seht ihr das? Die Menschen brauchen Bitcoin, sie brauchen ein hartes Geld und die Politik kann aus meiner Sicht kann die Rahmenbedingungen verbessern. Manchmal, wenn die Politik sehr dagegen ist und das verbieten will, wie in Nigeria, dann hat das auch den gegenteiligen Effekt, dass die Leute das erst recht wollen und erst recht brauchen. Aber ich denke, dass gerade in Ländern wie Deutschland, der Schweiz, die Politik viel tun könnte, um den Prozess der Bitcoin-Adoption zu beschleunigen. Und ich denke, je schneller wir das Fiat-Geldsystem hinter uns lassen können, desto besser für die Menschheit. Aber Politik als Protokoll, als Computerprogramm, braucht Politik nicht. Aber die Menschen brauchen Bitcoin. Ich hätte das jetzt genauso gesagt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, was du vorher gesagt hast, dass die Menschen den Druck ausüben auf die Politik, weil die Politik kann halt auch Hürden aufbauen, auch wenn es nicht möglich ist, Bitcoin zu verbieten, man kann es uns sehr, sehr schwer machen. Und da genug Druck aufzubauen, dass die Politiker das nicht machen, weil wir in Deutschland ja leider keine Volksabstimmungen haben, das ist, glaube ich, Aufgabe von uns allen, weil ich weiß, wie sie den digitalen Euro einführen. Sie werden uns sagen, es kostet 20% weniger, wenn du ein Auto kaufst, wenn du das Ganze mit dem digitalen Euro bezahlst. Und da werden ganz viele darauf einsteigen. Und da ist es unsere Verantwortung, diejenigen, die wissen, dass das nicht gut ist, denen zu erklären, warum sie es nicht machen sollten, sondern wenn sie tatsächlich freies Geld haben wollen und unabhängig sein wollen, nicht abgeklemmt werden wollen irgendwann von dem, dass sie sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen, dass sie da reingucken und sagen, das ist unsere Lösung. Also zum Schluss kann man eigentlich sagen, bottom up in den Bundestag. Absolut. Samuel, du wolltest zum Schluss noch gerne ein paar Worte an das Publikum richten, bevor wir dann zum Schluss kommen. Ja, ich habe ein Wort an die Bitcoiner aus Deutschland. Ich weiß aus vielen persönlichen Gesprächen, wie Politik frustriert ihr seid. Ich möchte euch aber trotzdem ermutigen, euch mit der Politik auseinanderzusetzen. Und insbesondere möchte ich Johanna ein Kränzchen widmen. Ich bin mir keiner besseren Politikerin in Deutschland bewusst und tut doch alles, damit sie 2025 irgendwie die Wiederwahl wieder schafft, weil sie hat den ultimativen Preis bezahlt, den man als Politikerin bezahlen kann, für ihre Überzeugungen hingestanden, die Partei verlassen aus sehr, sehr guten Gründen, damit eigentlich die eigene Wiederwahl, den eigenen Job aufs Spiel gesetzt und damit eigentlich demonstriert, dass man nicht käuflich ist, dass man Überzeugungen hat, zu denen man steht. Und so eine Frau, die braucht Deutschland auch weiterhin im Bundestag. Oh. Dafür ein Applaus. Dankeschön. Samuel, Johanna, es war mir eine große Freude, heute mit euch hier auf der Bühne zu sitzen. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank für euren Einfluss für Bitcoin. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank auch für euch. Danke. Dankeschön.